Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Ja, ich habe uns wie versprochen ein bisschen Eisen besorgt, habe das auch schon eingeschmolzen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Leder hier und ich würde mir jetzt zuallererst mal Rüstung damit bauen wollen. Von daher kommt das hier rein. Und als allererstes hätte ich gern diesen Hut. Dafür brauchen wir 40 verstärktes Leder. Ach, leck mir am Arsch. Dieser Hut braucht schwere Polsterung. Ach Mann. Hier leichte Polsterung, mittlere Polsterung und 12 Eisenbarren. So, mittlere Polsterung hat er gesagt, ne? Das ist diese hier. Dafür brauche ich 11 Leder und Zwirn. Zwirn habe ich hier. Gib mir mal die Hälfte hier rüber. So. Eine mittlere Polsterung gebaut. Und dann diesen hier. Und dann ist das Leder auch schon fast wieder weg, ne? Ich hatte noch ein bisschen nachgebaut. Ich weiß nicht, ob es reicht. Nee, das habe ich schon alles gebraucht. Ne? Mhm. Aber gut, wenn wir dadurch ein bisschen besser wieder gerüstet sind, ist doch wunderbar. Dann nehmen wir schon mal die mittelschwere Kappe hier. Sieht auch besser aus als dieser Turban da. Gut, und dann würde ich als nächstes, sind das glaube ich diese schweren Stiefel hier. Die könnte ich eigentlich auch schon bauen, glaube ich, ne? Weiß ich noch nicht, gucken wir mal. 8 Leder. Hier auch 8 Leder. Gut, das könnte so gerade. Mittlere Polsterung braucht 11. Ja, das könnte passen. Gut, dann bauen wir erstmal kurz den. Dann noch eine mittlere Polsterung. Und dann haben wir noch 12 übrig gleich. Nee. Oh. Ich habe die 8 für den Helm hier noch nicht abgezogen, ne? Dann geben wir den mal raus. Dann machen wir noch ein bisschen Leder nach in der Zeit. Ja. Eieieiei. Rad ein Verbrauch hier, ne? So, start mal. Und dann würde ich gerne mal etwas weiter hier oben wieder gucken gehen. Ne, hier wollte ich mal so gucken. Oder wäre hier cooler? Aber hier ist das Eisen erst irgendwo ab hier. Das sieht mir alles schon sehr hochwertig und gefährlich aus da oben. Das heißt, unsere einzige Eisenquelle bleibt hier zum Beispiel, ne? Erstmal. Wir brauchen genügend Eisen, damit wir uns hier bessere Rüstung und Dings bauen können. Sag schnell, wie heißt das Zeugs noch? Bessere Rüstung und ja, das andere Zeugs halt. Waffen. Neue Werkbänken. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal diese Dings bauen. Hier diese. Sag schnell hier Gefährtengeschichte. Dieses Rad der Schmerzen. Und das braucht schon 50 Eisen, ne? Ja, dann habe ich noch nicht. Dafür brauche ich aber bessere Rüstung. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn wir uns hier ein bisschen besser ausrüsten. So. Check das mal eben hier. Da hat er 8. Sehr gut. Ja. Nee, darüber, dann kann ich die Schuhe hier noch machen, ne? Gut, da kannst du den schon mal rübernehmen. Und den hier reinpacken. Ja, schon besser, ne? Dann ist unsere Rüstung jetzt schon 147. Mittleres Rüstungsgewicht. Ja, wir brauchen auch später bessere, leichtere Rüstung. Habe ich denn hier alles zwischengelagert? Sprengdrüse. Da weiß ich noch gar nicht, wofür ich das so brauche. Pack mal da rein. Ja. Hier hätten wir noch ein bisschen mehr Tierhaut. Egal. So, die Schuhe haben wir auch und dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Da können wir mal gucken, was wir da noch mitmachen können. Wenn wir da noch irgendwas mitreißen können.
Na. Ja, jung. So. Haben wir 161 Rüstung. Das ist gut. Jetzt sind wir natürlich auch wieder schwerer. Die lassen nachher Steine und Holz hier. Würde ich mal sagen. Das lassen wir hier, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr links. Das, aber erstmal brauche ich es ja noch, wenn ich noch irgendwas bauen will hier, ne? Wenn wir noch was bauen können. Hier, der braucht 10. Aber, warte mal, ich wollte mal Werkbank eines Schmiedes, da brauche ich die 50 Eisen für, ne? Ja. Gustisch brauche ich noch nicht. Also wir brauchen erstmal noch ordentlich Eisen. Aber dann würde ich schon mal den Alchemisten, die Alchemistenwerkbank hier aufbauen. Na komm, schön nah an die Wand. Zack. So, dann bin ich mal gespannt, was wir hier so dran bauen könnten. Hexengift. Ah, da hat hier. Halluzination und Vision. Gebrechen heilt. Aber dafür brauche ich eine Schlangengiftdrüse. Und meersalzgewürztes Futter. Ein seltsam riechendes Futter für Begleiter. Dafür brauchen wir aber Schleimsuppe. Wo kriege ich denn die Schleimsuppe? Ja, wenn man solche Rezepte hier mal sehen würde, ne? Nee, ach so. Hier, ja. Mehr Info wäre nicht schlecht, ne? Wie bekommt man so eine Schleimsuppe? Da muss ich mir auch nochmal schlau machen. So, jetzt haben wir ja bessere Rüstung. Jetzt will ich mal einmal gucken hier. Wie gut wir was abkriegen können. Komm mal her hier. Hallo. Oh, Dreier Schmied, ey. Oh ja. Aber er kriegt trotzdem noch ganz gut auf die Fresse, trotz der Rüstung, ne? Aber ja, gut. Dann ist das so. Aber hier, dann nehme ich doch alles so. Ne. Falscher Knopf. Oh. Entschuldigung. Und auch das nehme ich alles. Ja, dann lohnt sich hier vorne doch schon wieder, ne? Gut, aber ich muss weiterhin noch ein bisschen vorsichtig sein. Weil ich wollte ja jetzt noch gucken. Aloe. Das wird die wenigstens schon mal machen, ne? 9 Stück. Da bleibt ja sogar noch Aloe übrig. Hm. So, war aber auch die Knochen können raus. Knochenpfeile. Ich habe hier noch diese Eisenkopf- und Feuersteinpfeile. Das reicht mir aber erstmal. Ein Steinhammer. Hm. So, was kann noch raus hier? Die Glasflasche. Gesalzene Beeren. Hm. Und so was hier. Naja. Knochenpfeile lassen wir mal hier. So ein bisschen Waffe irgendwie. Was haben wir denn hier noch so? Ich habe hier schon irgendwelche blutrünstiges graues Nashorn. Okay. Ne, guck mal eben, was kann man denn hier noch so? Steinpike.
Diese Knochenklauen, die wollte ich auch noch mal irgendwie ausprobiert haben, ne? Aber jetzt nicht. Seide. Haut dehnen. Ja, das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Was können wir noch an guten? Ja, ich brauche wahrscheinlich so eine Schmiedebank. Das heißt, wir gehen doch noch mal ein bisschen farmen. Wenn die Nacht rum ist, ne? So, Kollege, komm mal her. Dich nehme ich natürlich noch mal mit. Ein bisschen aufsteigen lassen, den guten. Scheiße. Aber gut. Die Rüstung ist langsam schon besser, ne? Es gab Zeiten, da hätte ich jetzt hier schon tot gelegen. Nach den zwei Schlägen. Du sollst doch hier. So, ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Haut. Muss ich ja alles noch sammeln hier. So, die Haut kann gleich wieder hier rüber. Rohes Fleisch kann hier rein. So. Dieses Feuer ist total toll. Ja, warte. Ne? Warten wir jetzt mal, bis die Nacht rum ist. Hole ich euch dabei, wenn ich in Steingebieten bin. Jo, bis gleich denn. So. Dann wollen wir mal gucken hier nach Eisen, ne? Wahrscheinlich mache ich ein paar kleine Schnitte. Aber wir brauchen jetzt echt massig von dem Zeug, ne? Gucken, gehen wir mal da hoch. Weiß ich noch nicht. Ja, sieht aber gut aus. Ja, wir sind ja letztes Mal da so lang. Wahrscheinlich da ganz oben auch. Ah ja, hier. Dann nehmen wir mal unsere erste Hyäne auseinander hier, wohl. Ja, cool. Sehr schön. Nie schlecht, ne? Hyänenfell. Gut, nehmen wir noch gerne. So, und auch das hier. Tierhaut nehmen wir gerne mit. So, jetzt muss ich mich gerade mal wieder orientieren hier, ne? So, wir müssen hier auf jeden Fall hoch, ja. Aufpassen, dass wir hier nicht auf den Chef geraten. Hey, komm her, du. Na komm. Na, sei doch mal ein Bug für mich hier. So, ey. Fliegt das Viech einfach weg. Ja, aber Tierhaut brauchen wir auch noch mehr als genug. Aber ich habe schon mal nachgeguckt. Verstärktes Leder dauert noch ein bisschen, ne? Da brauchen wir irgendwie dicke Haut. Bis wir die erstmal kriegen. Da vorne sind die beiden Steinnasen. Wo ich aufpassen muss, ist hier da hinten mit dem Skorpion. Ich würde mich ja gern mal hier mit so einer Dings anlegen jetzt. Einer Steinnase. Gucken, vielleicht kriege ich ja nur die eine da gepult. Ja, haben wir hingekriegt. Oha. Hallo.
Scheiße. Weg. Oh, geht aber noch vom Schaden her, ne? Aber ich brauche eine bessere Waffe. Auf jeden Fall. Das dauert mir alles zu lange hier. Mann. Hauen Sie doch mal drauf hier. So, häuten. Kann ich die so überhaupt häuten? Oh ja, oh, Eisenstein. Vom Allerfeinsten. Yeah. Oh, Steinnasen töten, gut. Gibt Eisen. Sehr schön. Ja, guck mal, wie fein hier. Schön Eisen mitnehmen. Was haben wir da jetzt rausgekriegt? 41, ja, wenn ich besseres Werkzeug hätte, wäre das auch schon recht cool, ne? Gehen wir hier mal weiter lang. Ein bisschen aufpassen, was wir hier so pullen. So eine Steinnase ist jetzt nicht so schlimm, ne? Dürfen uns auch nicht zu oft erwischen lassen, ist klar. So, und jetzt weiche ich erstmal ein bisschen aus. Hol die Ausdauer zurück. Und Angriff. Und ausweichen. Ei. So. Und jetzt hat er mich erwischt, ey. Jetzt machen kalt. Komm, ein Schlag hier. Yeah. Und noch mehr Eisen hier. Sehr geil. Und guck mal, wie sich das gelohnt hat hier. Ja, noch mehr Eisen. Sehr geil. Ja. Hat doch schon was gebracht. Nicht so viel Stein, Junge. Nicht so viel Stein. Eisen ist doch viel wichtiger. Ah, guck mal, da vorne richtig viel. Ach, du ahnst es nicht, ey. Oh. Was haben wir denn da? Ja, trauen wir uns da schon hin, aber guck mal hier, ey. Aufpassen, da ist noch eine Steinnase. Trinken lieber nochmal einen hier. Falls wir die pullen, aber guck mal, wie viel Eisen hier ist. Hallo? Wo kommst du jetzt weg? Safari-Kämpfer. Und ja, genau, du auch noch. Ja, stirb doch am besten. Echt. Keine Ausdauer mehr. Weg, weg, weg. Ah, Mann. Komm jetzt, mach einen Platz. Ach, du musst schon richtig schlagen. Und schön Eisen rausholen. Warte mal, was ist denn, wenn ich den mit der Spitzhacke abbaue? Ach, gibt doch viel mehr Eisen, echt. Wo ist denn jetzt die, ach Gott, in den Boden rein. Okay, da Safari-Kämpfer. Ist da oben so ein Lager? Scheinbar, ne? Muss ja sowieso noch so ein Safari-Lager auskundschaften. Gehen wir doch gleich mal eben gucken. Wenn ich hier das gute Eisen abgebaut habe. Ja. Das lohnt sich richtig, du. Das lohnt sich hier richtig. Das ist mal Eisen.
Ja, vom Feinsten hier. Da können wir uns gut rüsten, ne? Und wir könnten tatsächlich in der nächsten Folge mal unseren ersten Leibeigenen klären. Mega geil. Ist das da Kohle? Da ist irgendein Lager. Hier so einen schwarzen Klumpen will ich nur mal mitnehmen, ne? Das ist Kohle, tatsächlich. Coole Sache, das. Aber ich will wissen, da oben ist auch so ein Lager. Aber das sieht größer aus, ne? Dass so eine coole Idee ist, da hochzugehen. Also ein bisschen Eisen hätte ich gern noch, ne? Ja. Aber mal einmal gucken. Ich kann ja wegrennen zur Not, ne? So groß ist es doch gar nicht, oder? Wer? Zwei. Komm. Ja, da ist auch noch so ein Lager oder was? Ne, aber hier gibt es noch Eisen. Was ist denn hier? Oh, tun mir die Vögel was? Oh. Oh. Scheiße, ja. Aber nicht viel, ne? Hier gibt es Federn. Federn brauche ich auch noch. Aber viel wichtiger ist, hier gibt es Eisen. Im Reservoir. Von dir will ich gar nichts. Ich will nur dein Eisen hier. Ja. Brauchst du dich nicht erschrecken. Obwohl, du hast Federn, ne? Ja. Die sind ganz schön stark, ey. Aua. Nicht wehtun. Nein. Wow. Schön Federn hier. Ja, nehme ich doch. Bisschen aufpassen, was hier sonst noch rumkreucht. Oh, hier sind ganz schön viele, ey. Also wenn ich mal Federn wirklich dringend brauche, weiß ich wohin. Oh. Trink doch mal einen Schluck. Was ist mit dir? Nee. Nimm deine richtige Waffe hier. Schon nachgespawnt. Echt, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Ja gut, wenn du mich schon angreifst, dann gib mir mal einen Verband diesmal. Oh, der hilft ja gar nichts. Dann gib mir doch lieber hier einen von. Ja, cool. Was ist jetzt? Gehe ich jetzt auf das Lager da oben oder nicht? Wo war das denn noch? Da, ne? Will ich mich trauen? Ich meine, wenn es zu brenzlig wird, kann ich immer noch abhauen, ne? Ich habe ja auch einen Bogen. Hol mir vielleicht erstmal den einen, der da rumrennt. Inder.
Penner. Jetzt rennen! Nee, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. So war der Plan nicht. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn das für eine komische Ansicht? Hä? Was ist denn jetzt los hier? Ich kann mich nicht drehen. Oha. Ja, so wollte ich das doch gar nicht. Oh, da muss ich auch noch mal ein bisschen besser taktieren, ey. Die liegt immer noch da unten. Wie kriege ich den einen da hinten gepult ohne die anderen beiden, ne? Das ist ja grottes. Ja, renn. Au, 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 au. Ah. Aber jetzt hör doch auf, dich treffen zu lassen. Junge, 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 Junge. Renn, 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 renn. Keine Ausdauer. Ah, nein. Schitte. Oh, jetzt renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Du brauchst erstmal einen Trank, ey. Nee, jetzt sind die weg. Oh. Ist das kacke. Das ist echt nicht einfach, ne? Ja, keine Ausdauer mehr. Ich weiß ja wohl. Oh, ich war hier in der Nähe von dem Skorpion da hinten. Oh, aufpassen. Ah, schade, ey. Da brauche ich erstmal noch ein bisschen bessere Rüstung. Ja. Nützt ja alle nichts. Ja, aber das ist ja was, was wir uns jetzt echt organisieren können, ne? Wir haben jetzt ungefähr 100. Das sind nur 3 eigentlich, ne? Ja, aber lass mal gucken. Hier muss doch bestimmt noch irgendwo ein bisschen Eisen rumfliegen. Versuchen wir hier so durchzukommen. Ah, da ist das Lager, da kommst du nicht dran, ne? Nee, nicht so easy. Da steht auch einer rum. Okay. Ja, ich muss mal gucken, wie man die besser pullen kann, sodass die einzeln kommen. Trinken wir noch einen hier. Ach, jetzt bandagiert er sich. Naja, auch okay. Ah, dann habe ich es gerade nur einfach nicht zu Ende gemacht, wa? Ja, schade, schade. Hier war gut Eisen, ne? Ich würde sagen, wir loggen uns hier später nochmal ein. In der nächsten Runde. Und dann nehmen wir auf dem Rückweg nochmal ein bisschen Eisen mit. Ich hoffe ja, dass es dann nachgespawnt ist. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.